Ja, Benjamin Lassive, Lausitzer Rundschau. Frau Domscheit-Berg, zwei Fragen. Die erste Frage, als Sie damals für die Piraten angetreten sind, waren Sie ja nur die zweite Wahl. Sie sind nach Herrn Göritz auf Platz 2 der Landesliste eingekommen. Welchen Listenplatz erhoffen Sie sich bei den Linken? Und was macht Sie sicher, dass Sie einen guten Listenplatz bekommen werden? Und die zweite Frage zum Stichwort Transparenz. Im Internet gibt es auch von Parteimitgliedern der Linken einige Kritik an dem Verfahren, Sie dort zur Kandidatin zu machen. Haben Sie den Eindruck, dass dieses Verfahren tatsächlich transparent abgelaufen ist? Da Sie ja gläserne Abgeordnete werden wollen, denke ich, ist die Frage berechtigt. Also zweite Wahl finde ich jetzt eine komische Formulierung. Es ist eigentlich relativ üblich, dass man bei Aufstellung von Landeslisten auf dem persönlich möglichst hohen Platzwettbewerb einsteigt und dann halt quasi schaut, ab wo es klappt. Deswegen hatte ich mich in Brandenburg auch um Platz 1 beworben. Es ist mit 10 Stimmen Abstand Platz 2 geworden, was ich dafür, dass ich ein halbes Jahr in der Partei war, jetzt gar nicht so schlecht fand. Ich bin ein Jahr später auf der Bundesliste schon auf Platz 3 gewählt worden für die Europawahl von mehreren tausend Mitgliedern. Muss mich da also, glaube ich, nicht schämen. Welchen Listenplatz halte ich bei den Linken für möglich? Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber auch da würde ich es so handhaben und da einsteigen, wo ich mir erhoffe, Chancen zu haben. Es gibt eine Quotierung der Listenplätze bei den Linken, was ich im Übrigen gut und wichtig finde. Ich bin ja Feministin und setze mich ein für mehr Partizipation von Frauen in der Politik und in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Das heißt, ich würde auf Platz 3 versuchen, mich zu bewerben. Die Entscheidung darüber, die liegt natürlich bei den Mitgliedern. Und der Prozess ist sowieso ein transparenter, weil der im Prinzip immer gleich abläuft. Der Hintergrund Ihrer Frage ist möglicherweise, weil ja die Rede davon war, dass ich zuerst von Spitzen der Partei angesprochen bin. Das halte ich aber eigentlich für nachvollziehbar, weil es macht wenig Sinn, in der Basis für Unterstützung zu werben und quasi von unten nach oben sich da durchzuarbeiten im Werben um Akzeptanz von den Mitgliedern, wenn ich vielleicht ja gar nicht gewollt hätte. Das heißt, mich zuerst zu fragen, ob ich mir das vorstellen kann, mir Bedenkzeit zu geben und dann den klassischen Prozess von der Graswurzel bis zur Mitgliederversammlung im Herbst zu durchlaufen, den halte ich eigentlich schon für transparent und auch so für nachvollziehbar. Vielleicht noch mal eine kurze Ergänzung. Am 22.09. wird natürlich die Delegiertenberatung zur Nominierung der Kandidatin im Wahlkreis 60 stattfinden. Die Entscheidung trägt also dann die Partei in Gänze. Ich kann Ihnen aber sagen, und Lutz Krakow hat es ja umrissen, es hat bei den Nominierungen in den Kreisvorständen und teilweise auch in den Basisorganisationen keine Auffassung gegeben, dass wir nicht mit Anke Domscheit-Berg in den Wahlkampf ziehen sollen. Insofern ist das schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Natürlich hat sich der geschäftsführende Landesvorstand, bevor wir uns natürlich auch mit einer Kandidatur einer Partei losen, auf der Liste der Linken und speziell jetzt natürlich erst einmal bei der Nominierung im Wahlkreis 60 beschäftigt hat, natürlich sich im Vorfeld auch nochmal eine Meinung gebildet. Aber die Entscheidung für die Liste, wie aber auch dann die Nominierung im Direktwahlkreis, trägt die Partei. Im November werden wir zu einer Delegiertenberatung zusammenkommen, um dann die Liste zu bestimmen. Und der Landesvorstand wird im Herbst über die Kandidatenlage in Gänze beraten und möglicherweise auch, das will ich nicht vorwegnehmen, einen Vorschlag unterbreiten. Aber erst einmal sind wir bei dem Punkt, wir nominieren erst einmal alle guten Männer und Frauen in den Wahlkreisen und dann wird sich der Landesvorstand damit beschäftigen. Das vielleicht nochmal zur Ergänzung. Bitte schön. Wollen Sie denn parteilos bleiben oder gehen Sie doch nicht? Vielleicht fragen Sie nächstes Jahr die Frage nochmal. Ich finde die jetzt ein bisschen zu früh. Also es ist ja bekannt, dass ich in zwei Parteien schon Mitglied war. Ich habe bei den Grünen zwar nie mich um ein Amt oder Mandat beworben und war
aufgrund einmal einer anderen gesellschaftlichen Situation, aber auch einer anderen individuellen biografischen Situation, also 80-Stunden-Woche, teilweise alleinerziehend, und da ist es begrenzt, was man in Politik machen kann. Damals eigentlich wirklich nur Mitglied und sonst nichts. Bin dann, als die Zeiten anders waren, bei den Piraten eingetreten, und ist ja bekannt, dass ich da versucht habe, in den Bundestag und auch das Europaparlament zu kommen. Ich war auch Landesvorsitzende der Piraten. Ich fände es aber jetzt komisch, in die dritte Partei einzutreten. Also vielleicht ändere ich dazu meine Meinung ja auch nochmal, aber ich hatte eigentlich nach dem Austritt aus den Piraten beschlossen, also Partei ist für mich durch. Ich mache keine Partei mehr. Und deswegen habe ich auch eine Weile gebraucht, mir das zu überlegen. Aber ich bin ja immer noch eine sehr politische Person. Und das bin ich ja auch nach dem Austritt aus den Piraten geblieben. Es gibt immer noch viele Dinge, die mich zu Deutsch ankotzen. Und ich glaube, dass man Verantwortung übernehmen muss. Und das ist jetzt für mich eine Möglichkeit, das zu tun. Aber erstmal mindestens ohne Mitgliedschaft. Ich glaube, es ist auch eine Frage der persönlichen Integrität. Jetzt. Es gibt ja jetzt schon ganz viele Leute, die sagen, ich will ja eh nur einen gut bezahlten Job im Bundestag und mache das bei egal welcher Partei. Und viele behaupten ja auch, ich sei schon eingetreten und wäre nur eingetreten, um in den Bundestag zu kommen. Und das ist halt nicht so. Hier vorne bitte. Ja, danke. Matthias Kraus, das Neue Deutschland. Dennoch die Frage, warum loben Sie denn die Linken über den grünen Klee, wenn Sie dann doch da nicht eintreten wollen? Und an Herrn Görke die Frage, ist dieser Vorgang Ausdruck dafür, dass die Linke personell vielleicht so ausgebrannt ist, dass sie ein eigenes politisches Gewächs für diese Position nicht mehr auf die Beine stellt? Danke. Also die zweite Frage kann ich nicht beantworten. Das müsste jemand aus der Partei heraus machen. Ich dachte, die erste Frage hatte ich eigentlich schon beantwortet. Also ich habe nach Austreten aus den Piraten für mich entschieden, ich werde nicht mehr Mitglied einer Partei. Und diese Meinung zu ändern, also es geht bei mir nicht so schnell. Ich will nicht ausschließen, dass ich das irgendwann mal mache, aber zum heutigen Zeitpunkt kann ich das einfach nicht. Also da fühle ich mich persönlich wohler ohne ein Parteibuch. Das ändert nichts daran, dass ich die Inhalte genauso vertrete, wie ich sie gesagt habe, die auch überhaupt nicht neu sind. Also da kann man, weiß ich, mein Buch Mauern einreißen von 2014 lesen und wird die gleichen Dinge da drin lesen, die ich heute auch gesagt habe. Ich habe also nicht meine Einstellungen geändert, sondern die Zugehörigkeit zu Parteien und möchte das nicht übertreiben. Ja, vielleicht noch mal zur Kandidatur von Parteilosen auf Listen der Linken. Selbst in der Zeit der SED-PDS, aber auch der PDS und dann auch der Linken, war es gute Tradition, dass wir offen waren für Menschen, die unsere Ziele geteilt haben. Und deshalb ist das ein ganz normaler Prozess, dass man auch als Parteilose sich um ein Mandat, hier speziell erst einmal das Direktmandat im Wahlkreis 60, bewerben kann. Und im Übrigen glaube ich, mit solchen Mitstreiterinnen wie Kirsten Tackmann, wie Thomas Nord, wie Norbert Müller, Harald Petzold und anderen haben wir ausreichend Kandidaten, um unser Ziel wieder mit 5, gegebenenfalls auch mit 6 Mitstreiterinnen und Mitstreitern dann nach einer erfolgreichen Bundestagswahl auch im Bundestag aus Brandenburg vertreten zu sein. Das ist für uns das Ziel und wie gesagt, wir beurteilen die Kandidaten eher nach den Inhalten, bevor wir dann zur Frage kommen, wie hältst du es mit einer Parteimitgliedschaft? Das hatten wir schon früher mal und insofern steht das auch nicht in den Mittelpunkt. Das spielte auch nach meiner Kenntnis in den Aussprachen da vor Ort in der Basel und im Kreisverband nicht die Rolle. Ja, Christoph Bock, DPA. Ich hätte zwei Fragen. Zum einen bräuchte ich Ihr Geburtsdatum mal, dass wir das einmal, es steht über 1968, aber ich wollte mich nicht auf Wikipedia verlassen. Und meine zweite Frage, der Wahlkreis, warum Brandenburg an der Havel? Wäre es nicht logischer gewesen, in Ihrem Heimatwohnort Fürstenberg anzutreten oder im Havelland der AfD, die dort ja relativ stark zu sein scheint, etwas entgegenzusetzen, ein prominentes Gesicht? Das würde mich interessieren. Also ich bin geboren 1968, for the record. Wollten Sie es noch genauer mit Datum? 17. Februar. Also es ist eine der Angaben, die bei Wikipedia tatsächlich stimmen. Aber es ist gut, dass Sie fragen, weil da war, ich glaube, ein Jahr lang nicht mal mein Name richtig geschrieben.
Da haben auch schon mal zwei Kinder drauf gestanden. Also da steht dauernd falsches Zeug, aber ich fasse meinen Wikipedia-Beitrag nicht an. Das ist No-Go. Deswegen ärgere ich mich dann immer nur drüber. Also danke fürs Nachfragen. Warum Brandenburg? Warum nicht bei mir zu Hause? Ich hätte mir bei mir zu Hause auch gut vorstellen können, aber das ist der Wahlkreis von Harald Petzold, der ja jetzt für die Linken bereits im Bundestag sitzt, gute Arbeit macht. Und es ist, glaube ich, kein gutes Signal, wenn man jemanden, der in einem Wahlkreis gute Arbeit macht, da einfach hingeht und sagt, jetzt will ich aber deinen Wahlkreis haben, nur weil ich zufällig da wohne. Mich verbindet viel mit Wahlkreis 60. Es wurde schon erwähnt, ich bin da geboren. Ich habe etliche Jahre meiner Kindheit da verbracht. Ich habe dort auch schon viel Europawahlkampf zum Beispiel gemacht, auch in Brandenburg. Und weiß nicht, also ich wohne an der Havel, das ist an der Havel. Die Havel ist 300 Meter von mir zu Hause. Für mich sind das nicht so getrennte Welten, auch wenn es logistisch natürlich einfacher wäre, wenn man so vor die Haustür tritt und ist im Wahlkreis. Aber ja. Ich glaube, da ist schon ausreichend gesagt. Ich meine, Sie wissen, dass ich Westhavelander bin und dass wir da eine Hochburg haben, dass wir da Direktmandate im Landtag mehrfach errungen haben und auch Diana Golze hat bei den Bundestagswahlen allein im Westhaveland vor Frank-Walter Steinmeier gelegen. Wir haben Ergebnisse ab 2009, wo uns 300 Stimmen getrennt haben am Ende. Das sind natürlich auch Voraussetzungen, dass wir uns natürlich in Abstimmung auch mit dem Kreisvorsitzenden darüber unterhalten haben, ob es nicht gut ist, in diesem ja auch prestigeträchtigen Wahlkreis, der natürlich nicht nur das Westhavelland umfasst, sondern natürlich die Stadt Brandenburg, wo wir auch ein gutes Ergebnis hatten, dann natürlich auch Potsdam-Mittelmark bis hin nach Teltow-Fleming rüber, dass wir hier angreifen wollen und insofern unterstützen wir diese ja, Sichtweise ausdrücklich. Herr Sauerbier und anschließend Herr Lansiebe, bitte. Ja, Michael Sauerbier, Bildung BZ. Frau Domscheit-Berg, Sie haben da eingangs zwei Sachen gesagt, die für meine Begriffe nicht zusammenpassen zu Ihrem Kandidieren für die Linkspartei. Vielleicht ist ja doch was daran, dass Sie vor allem auf das Bundestagsmandat scharf sind. Ich frage mal, Sie haben zunächst gesagt, Ihr Vater habe den größeren Teil seines Lebens unter Diktaturen verbracht. Die Diktatur, die Ihr Vater in der DDR sicher als längstes erlebt hat, ist die Diktatur der Partei, für deren Vertreter Sie jetzt hier antreten. Die graue Eminenz der Linkspartei ist, wie Sie wissen, nach wie vor ein gewisser Heinz Vietze, der Bezirksvorsitzende, der letzte der SED hier war. Neben Ihnen steht der Landesvorsitzende, der ganz stromlinienförmig in die Partei der Machthaber eingetreten ist, in seiner Jugend und nicht in der Opposition war. Die Partei, die also für diese deutsche Diktatur verantwortlich ist, ist jetzt die, für die Sie kandidieren. Das ist die eine Frage, der eine Widerspruch. Der zweite, Sie sagen, Sie sind Pazifistin. Das glaube ich Ihnen gern. Nun kandidieren Sie aber gerade für eine der beiden Parteien, die Putin hochhalten, die mit Russland, die Herrn Putin hochhalten, die traditionell zu Russland stehen. Sie haben vor zwei Wochen eine Veranstaltung im Brandenburger Landtag verpasst, drei Stühle, eine Meinung, der erste Stuhl ein linken Abgeordneter, der zweite eine Stasi-belastete, wie so viele ehemalige linken Abgeordnete und Fraktionschefin, die jetzt das Moskauer Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung führt. Der dritte Stuhl ein gewisser Herr Platzek, der heute als Russland-Lobbyist sein Geld verdient. Außer der AfD ist nur die Linkspartei Freundin Putins und Freundin Russlands, der, wie Sie wissen, alles andere als eine pazifistische Politik betreibt, sondern das genaue Gegenteil. Wie passt das zusammen? Ihr Pazifismus, Ihre Gegnerschaft gegen Diktaturen und dann diese Stasi-belasteten alten Diktaturnachfolger mit ihrer Freundschaft zum Kriegstreiber Putin. War erwartbar, dass mindestens eine solche Frage kommt. Ich kenne das schon seit, sagen wir mal, 26 Jahren, dass ich zum Beispiel erzähle, wie Gleichberechtigung in der DDR doch schon etwas weiter war, ob das jetzt der Anteil von Frauen oder Kranführerinnen war, ein kleinerer Lohnunterschied oder die vielen Kindergartenplätze. Und als nächster Satz kam eigentlich immer, aber es gab doch Mauertote, es war eine Diktatur und ich habe damit schon ein Problem. Nicht nur, weil das ein Vierteljahrhundert her ist, was eine Rolle spielen sollte, ich die Gleichsetzung schwierig finde. Also ich wurde zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten der Linken in Thüringen gefragt, ob das nicht irgendwie jetzt Ministerpräsident einer Diktaturpartei sei. Und ich finde es ein
Verharmlosen von dem Unrecht, das in der DDR passiert ist, und das leugnet niemand. Wenn man das Ergebnis einer demokratischen Wahl ein Vierteljahrhundert später damit auch nur vergleicht, weil es hat nichts damit zu tun. Haben Sie jetzt gerade nicht gemacht. Für mich ist das nur so eine ähnliche Schublade, aus der dieser Vorwurf kommt. Also erstens mal sind es sehr wenig Köpfe, die diese lange Geschichte haben. Und ich habe ja auch viele Kreisverbände besucht und mir ist Bad Belzig in letzter Woche besonders in Erinnerung. Da waren locker 40% der Anwesenden und die hatten ja auch schon Funktionen in den Regionalgeschichten. 40% waren locker unter 30. Die waren noch nicht mal im Grundschulalter, als die Mauer gefallen ist. Und ich finde es zu billig, immer so zu pauschalisieren, alles in einen Topf zu werfen. Mein Vater war selber Mitglied der Partei, der SED. Mein Vater ist aber genau der Mann, der zu DDR-Zeiten massenhaft Eingaben geschrieben hat an Ministerien, der schon beinahe rausgeflogen ist und zwangsweise zu Weiterbildungen geschickt worden ist, weil er zu problematisch war für die SED. Der ist der, der mir ein Rückgrat beigebracht hat, gegen Unrecht aufzustehen, und zwar schon zu DDR-Zeiten. Und das immer alles über einen Kamm zu scheren, finde ich nicht in Ordnung. Und ich persönlich bin so auch nicht. Ich differenziere, gucke mir die Leute an. Es gibt auch keine einzige Partei, wo ich 100% aller Funktionsträger und Mitglieder komplett super finde. Die gibt es nicht. Wenn ich die wollen würde, müsste ich eine Ein-Frau-Partei selbst gründen, mit null Effekt in der Politik. Das geht nicht. Ich gucke mir aber Realpolitik an. Auch wenn mir Vergangenheit wichtig ist, gucke ich mindestens nach einem Vierteljahrhundert, was tun die denn wirklich? Und da kann ich in dieser Partei mehr finden, mit dem ich mich arrangieren kann, als in allen möglichen anderen Parteien. Ich finde es auch zugegeben sehr schwierig, wenn man das immer einseitig auf die Linken projiziert. Denn auch Ihnen dürfte bekannt sein, auch wenn Sie es nicht erwähnt haben, dass fast alle anderen Parteien, mehr oder weniger, viele Mitglieder der SED in ihren Reihen haben. Die CDU zum Beispiel hat besonders gerne ehemalige SED-Mitglieder aufgenommen. Von Blockflöten, CDUlern rede ich gar nicht mal. Es gibt Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern, einen in Stavenhagen, der war SED-Bürgermeister, hat das Parteibuch zur CDU gewechselt und ist immer noch Bürgermeister. Ich weiß nicht, ob Sie den auch schon mal solche Fragen gefragt haben, aber diese Fragen kommen halt immer nur, mir zumindest begegnen sie nur im Zusammenhang mit der Linken. Und das finde ich ein bisschen heuchlerisch, um es mal so zu formulieren. Was das Pazifistische angeht und Putin, ich finde dieses Thema hochkomplex. Das ist nicht einfach zu beantworten und selbstverständlich sehe ich ihn weder als Demokrat noch als Pazifisten. Das ist für mich gar keine Frage. Ich habe aber ein Problem auch hier mit der Schwarz-Weiß-Malerei. Ich verstehe nicht, wie man einerseits mit der Türkei super verhandeln kann, permanent Geschäftsbesuche da drüben macht, mit einem Mensch, der gerade mal 138 Abgeordnete quasi für vogelfrei erklärt hat, der die Presse massenhaft verhaften lässt, der diese Mauern baut, und das alles findet man irgendwie okay. Gleichzeitig finden wir offenbar den großen Bruder drüben, USA, völlig in Ordnung, obwohl der Todesstrafen hat, ohne Gerichtsverfahren, wo 3.500 Menschen alleine Pakistan durch Drohnen abgeschossen worden sind, 80% davon waren zivile Opfer, finden wir irgendwie auch okay. Wir schicken sogar Daten und ermöglichen über Rammstein, dass diese extra legalen Morde stattfinden können. Und irgendwie ist das in Ordnung. Man findet Guantanamo tolerierbar und Folter, die dort stattfindet. Ich kritisiere Dinge, die ich kritikwürdig finde, aber eben nicht nur an einer Stelle, sondern ich finde, dass wenn, dann muss man die Sache kritisieren und das nicht einseitig nur in eine Richtung sehen. Also ich verteidige Putin nicht, um Ihre Frage direkt zu beantworten. Ich finde, dass er demokratische Defizite hat. Ich finde logischerweise auch nicht in Ordnung, dass man mit Militär irgendwo einmarschiert. Meine Mama ist in Bessarabien geboren, das ist heute Ukraine. Das grenzt an Moldawien, das war zwischendurch russisch und zwischendurch rumänisch. Ich kenne also, habe mich ein bisschen mit dieser Gegend beschäftigt. Ich finde es aber, auch hier bin ich eine Verfechterin von Diplomatie und von dem sich Mühe geben, auf politischer Ebene zu deeskalieren. Und das habe ich nicht immer auf Seiten Europapolitik und auch nicht auf Seiten deutscher Politik so gesehen. Das ist vielleicht die Gemeinsamkeit, die ich mit Teilen der Linken habe, auch wenn ich also zugegeben nicht jede Position bis ins Klein-Klein kenne und definitiv keine pauschale Verteidigung von Putin machen würde. Also ich bin für Deeskalation, für Diplomatie
Und ich glaube, da haben wir noch nicht ausgereizt, was wir können als Land. Darf ich noch eine kleine Nachfrage, wenn Sie kurz Frau Meier, nach dem, was Sie jetzt sagten, Frau Bumschardt-Berg, kann der Kollege der Partei ohne Diktaturvergangenheit, ohne ehemalige SED-Mitglieder oder die Blockflöten mit einer pazifistischen Grundeinstellung, warum gehen Sie eigentlich nicht zu den Grünen? Hat die Kamera da frei, hat Ihnen keins angeboten? Wir schreiben nach allem, was Sie sagen, ist doch besser. Wiederholen wir es aber. Ja. Also, ich habe mich offensichtlich anders entschieden. Und ich habe einen Grund genannt, 40% der Überwachungsgesetze, die für verfassungswidrig erklärt worden sind, von den Grünen verabschiedet worden. Ich glaube, ich kann hier mehr Unterschied machen als bei den Grünen. Umweltfreunde gibt es da genug. Also, ich weiß auch nicht, also mir ist inzwischen... Ich will keine Pauschal-Grundsatzkritik der Grünen machen, weil ich der Auffassung bin, es ist unklug, wenn die Opposition sich gegenseitig fertig macht. Ich gehöre mehr zu der sachorientierten Liga, die mit Opposition gegen die, die gemeinsame Feinde sind, Politik macht. Insofern werden Sie von mir jetzt keine irgendwie alles an den Grünen ist doof Statements hören. Aber mich stört schon ein bisschen, dass die Grünen in meinen Augen eine eher bürgerliche Partei sind, die eben auch bürgerlichere Themen vertritt. Und da müssen wir nicht mal bis Baden-Württemberg gucken. Aber wenn wir nach Baden-Württemberg gucken und eine schwarz-grüne Regierung sehen, also das ist für mich schon Antwort auf die Frage alleine. Ja, wenn wir nur dieses eine Ding nehmen würden, wäre es für mich schon Grund genug. Und eine links-schwarze Regierung ist sowas von unvorstellbar. Das entspricht dann schon eher meiner persönlichen Anschauung. Okay, Herr Lassiebeler. Ja, auch zwei kurze Fragen. Frau Domscheit-Berg, könnten Sie sich denn vorstellen, mit ehemaligen Stasi-IMs gemeinsam in einer Fraktion zu sitzen? Das kann Ihnen bei der Linkspartei ja blühen, siehe Brandenburger Landtag. Zweite Frage, Herr Görke, die Spitzenkandidatur. Halten Sie Frau Domscheit-Berg dafür für fähig? Ja oder nein? Soll ich vielleicht mal beginnen? Ich finde eigentlich schon, dass Frau Domscheit-Berg schon gesagt hat, also wenn sie nominiert wird im Wahlkreis 60, wird sie sich auf der Liste bewerben. Und sie hat gesagt, sie würde sich dann nach ihrer Auffassung für den Listenplatz 3 bewerben wollen. Damit ist klar, dass nicht Frau Domscheit-Berg diejenige sein wird, sondern eine andere Frau. Und das werden wir Ihnen rechtzeitig übermitteln, wenn wir im Landesvorstand ja, uns dazu verständigt haben. Aber das wird der Herbst dann bringen. Ich finde, bei aller Öffnung für Parteilose, die ich natürlich sehr schätze, wäre es auch komisch, mit einer Spitzenkandidatin in den Wahlkampf zu ziehen, die nicht Mitglied der Partei ist. Also das würde ich nicht mal selber auf die Idee kommen, das auch nur zu erwägen, weil es, also ich finde, einfach nicht sein soll. Würde ich mich mit ehemaligen Stasi-Mitgliedern in eine Fraktion setzen? Auch diese Frage ist mir zu einfach, denn es geht für mich immer darum, wie gehen Leute mit ihrer Vergangenheit um? In Thüringen gibt es zum Beispiel auch zwei im Landtag, zwei ehemalige Stasi-Mitglieder, die extrem offen damit umgehen, die das alles aufgearbeitet haben, die in Schulen gehen, alle Fragen beantworten, die selbst warnen vor Überwachung, beschreiben, wie sie in diese Missbrauchssituation hineingeraten sind. Und ich will Ihnen vielleicht an der Stelle auch mal eine kleine Geschichte aus meiner Stasi-Vergangenheit erzählen, die mich da auch ein bisschen vorsichtiger drauf gucken lässt, auch wenn es bei mir nicht geklappt hat. Aber es ist auch einer der Gründe, diese Geschichte, warum ich nicht glaube, dass es unschuldige Informationen gibt. Wir gehen jetzt zurück in den Oktober 1989. Ich war Studentin an der Kunstschule in Schneeberg im Erzgebirge. Wie gesagt, oppositionell unterwegs, viele andere Kunststudenten auch. Kriegte eines Tages einen Brief von Jugendtourist, das war also Tourismusbüro für Jugendliche, dass es eventuell Reisen für Studenten gäbe und ich soll mich mal im Kreisbüro blicken lassen. Ich komme also dorthin, öffne die Tür. Und der Mensch vom Kreisreisebüro sagt mir, tut mir leid, wir haben gar nichts für dich, wir wollen auch nichts von dir, aber da hinter der Tür sitzt wer, der will mit dir reden. Tür ging auf, ich wurde reingeschoben, Tür ging zu und da saß die Stasi und ich mit der allein im Raum, ohne jede Vorwarnung. Und ich hatte in der Vergangenheit, Französisch war meine Leidenschaft, ich hatte einen Französischwettbewerb einer französischen Kunstschule gewonnen, der deutschlandweit ausgeschrieben war, also DDR-weit. Und hätte für 3 Monate ein Stipendium an einer Kunstschule in Paris bekommen können. Und das wusste der. Und mit diesem Kenntnis über meine Leidenschaften und persönliche Situation kam der und hat sozusagen die Möhre aus der Tasche gezogen
und hat gesagt, hier La Tour Eiffel, Champs-Élysées, großartig, freust du dich schon, sei mal ein bisschen dankbar für die DDR, wo du das alles machen kannst und wir dich auch lassen würden, aber wir lassen dich nur, wenn du hier unterschreibst, wenn du auch ein bisschen was zurückgibst an den Staat. Ich habe so getan, dass wäre mir Frankreich scheißegal, was mir echt schwer gefallen ist und bin folglich auch nicht nach Frankreich gefahren. Nur Ossis können ermessen, was das für ein Opfer war. Das war wirklich sehr schwer. Das reichte dem aber nicht. Der hat also nach der Möhre auch noch die Peitsche aus der Tasche gezogen und hat gesagt, wir wissen, dein Papa, der schon erwähnte, ist in Brandenburg Arzt, städtischer Angestellter, wie alle Ärzte damals, und die ganze Familie lebt von seinem Einkommen. Du bist doch bestimmt eine verantwortungsbewusste Tochter. Du willst doch bestimmt, dass die ganze Familie weiter davon leben kann. Und natürlich bin ich eine verantwortungsbewusste Tochter, und das ist der Moment, wo man Panik kriegt und sich fragt, was mache ich? Verzichte ich auf Frankreich? Betrifft das nur mich? Nur meine Wünsche, Träume, geheimsten Leidenschaften, alle Hoffnungen, die ich damals schon hatte. Jetzt ging es aber um meine Familie, die ich nicht fragen konnte, was sie sagen würde. Es ging um meinen Papa, meine Mama, meine Schwester. Ich habe da auch Nein gesagt. Und ich bin, kann mir jeder glauben, heilfroh drüber, logischerweise. Es gab später noch weitere Versuche, wo die mich in den Wald gefahren haben und mich also zu Tode gegruselt haben. Und am Ende haben sie es aber aufgegeben. Mein Papa hat nicht seine Arbeit verloren. Aber durch diese Situation, wo ich glücklich rausgekommen bin, habe ich gelernt, dass es manchmal sehr einfach ist, Leute zu verurteilen, die vor allem in sehr jungen Jahren umgekippt sind und da irgendwas unterschrieben haben. Wenn sie damals, weiß ich, war 21, wenn irgendein anderer 20-Jähriger, wo man so perfide Beziehungskenntnisse, Leidenschaften, Ängste, alles das, was wir heute auch über soziale Netze hervorragend herausfiltern können, wenn das gezielt gegen einen eingesetzt wird, ist jeder Mensch in einem gewissen Grad manipulierbar und erpressbar und angreifbar. Und deswegen sollte man sich sehr, sehr vorsichtig sein, so extrem vom hohen Ross herunter zu urteilen, dieser Mensch hat, weiß ich, mit 20 oder 18 oder 25 vor über einem Vierteljahrhundert eine falsche Entscheidung getroffen, weil man nicht wirklich weiß, wie ist die im Zweifel zustande gekommen und vor allem, wie steht der Mensch dazu heute. Das sind für mich wichtige Informationen und davon hängt sowas alles ab. So, jetzt gibt es ja eine, die schon lange Arme kriegen, weil das ist ja hier 44 Minuten Mitschnitt. Ich bin dafür bezahlt. Ja, wir sind doch schon, wir haben doch schon eigenen Stream. Genau. Ja, ist ein bisschen viel hier, naja gut. Ich wollte fragen, wer kam denn auf die Idee, also wann kamen die Gespräche zustande, wann gab es den ersten Kontakt, wie lange ist das her? Dann wollte ich fragen, wenn Sie jetzt schon, man kann sich ja vorstellen, es wird ja nicht ohne Absprachen gewesen sein, wenn man sich jetzt gemeinsam darauf festlegt, dass Sie auf Listenplatz 3 kandidieren, und gibt es da schon Vorgespräche im Landesvorstand oder ich weiß, Sie beschließen später, trotzdem gibt es da schon Festlegungen meistens. Und die dritte Frage, die kommt vom Städte- und Gemeindebund Brandenburg ganz live über Twitter rein, und zwar geht es um die Kreisgebietsreform. Die haben Sie ja bestimmt auch schon was mitbekommen, auch in Fürstenberg an der Havel vor Domscheitberg. Und zwar fragt er, ob die Vernetzung und die Digitalisierung der Verwaltung Territorialreform überflüssig machen. In diesem Sinne also die geplante Kreis- und Gebietsreform. Vielleicht mal die Fragen, wann hatten wir die ersten Gespräche? Wir haben uns zu Beginn dieses Jahres mal zum Essen getroffen. Danach gab es Gespräche im geschäftsführenden Landesvorstand. Und in dem Zusammenhang will ich sehr deutlich sagen, es gibt keine Vorfestlegung zu irgendwelchen Listenpositionen. Frau Anke Domscheit-Berg hat gesagt, sie würde kandidieren. Und bei uns können alle kandidieren, wenn sie nominiert werden. Wie gesagt, wir werden uns im Herbst diesen Jahres abschließend im Landesvorstand dazu verständigen und möglicherweise auch einen Vorschlag unterbreiten. Vielleicht das zu. Und zur Frage zu dem duften Thema Verwaltungsstrukturreform bin ich nicht gefragt, schade. Aber Sie. Ich kann darüber wahrscheinlich sehr viel weniger sagen. Ich glaube schon, dass wir sehr, sehr viel gewinnen würden und auch auf viele Umbauten verzichten könnten, wenn wir eine wirklich digitale Verwaltung hätten. Aber davon sind wir so viele Jahre entfernt, Lichtjahre leider entfernt, dass es möglicherweise nicht ausreicht, selbst wenn man morgen Vollgas gibt, da Reformen zu erübrigen. Also ich weiß nicht,
auch wenn man wahrscheinlich in Fürstenberg genauso betroffen ist, gar nicht so wahnsinnig viel über die Kreisgebietsreform, wie Sie möglicherweise vermuten, oder der Mensch vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Ich weiß aber, dass es zum Beispiel extrem lästig ist. Ich musste zum Beispiel für eine Unterhaltsgeschichte 50 Kilometer weit fahren, weil das die zuständige Stelle für mich war. Und das finde ich unlustig, weil das kostet mich, wenn die Bahn, und ich habe kein Auto, einmal die Stunde fährt, ist ein halber Tag weg. Selbst mit weniger Wartezeiten, und die waren da nicht besonders schlimm. Und wer will das schon? Also ich würde mir wünschen, dass ich viel mehr solcher Dinge digital machen kann. Das ist bürgerfreundlich, das ist einfacher. Und da plädiere ich auch für Konzepte, die Analoges und Digitales miteinander verbinden. Wenn da jeden Donnerstag für 3 Stunden der Fleischer mit seinem Wägelchen kommt, wieso nicht die Behörde? Wieso fährt die nicht rum und kommt dann einmal die Woche für ein paar Stunden auf den Marktplatz von Fürstenberg? Und wir sind ja eine Gegend, die wie viele andere Brandenburger Gegenden auch demografisch herausgefordert sind, um das so zu formulieren. Und dann ist es vielleicht noch erträglich, wenn ich als relativ junger Mensch, bin immerhin ja auch schon 48, aber noch ziemlich mobil, ich kann mal so 50 Kilometer fahren. Aber was ist denn mit denen, für die die Mobilität ein echtes Problem ist? Und da möchte ich, dass Verwaltung zu den Bürgern kommt und nicht die Bürger zur Verwaltung müssen. Und das kann ich online machen. Damit hätte aber vielleicht eine 81-jährige Frau ein Problem, was auch akzeptabel ist. Es muss nicht jeder diese Kanäle nutzen, aber der Staat ist in der Verantwortung, auch andere Kanäle anzubieten. Und da muss eben auf andere Art und Weise die Verwaltung zur Bürgerin kommen in diesem Fall. Und das könnten solche Bürgerbusse sein. Okay. War ich das? Keine Ahnung. Oder ich weiß, waren wir nicht. Beide es? Also Sie, ich habe natürlich einen Tipp gehabt aus Oberhavel. Das ist eine aktive Kämpferin im Zusammenhang mit dem großen Thema Grundrechte und Kampf gegen die AfD gibt. Das ist Anke Domscheit-Berg. Und wie das dann so ist, kommt man ins Gespräch. Und deshalb hatten wir uns zu einem Essen verabredet. Und wenn man das vielleicht als Beginn definieren kann, okay, dann machen wir es beide. Und ich finde es gut, dass wir das jetzt zumindest für den Wahlkreis 60 so gut auf die Reihe geschoben haben, dass die letzten Entscheidungen für die Nominierung in der letzten Woche passiert sind. Deshalb war das auch, bitte ich auch die Kurzfristigkeit für diese Pressekonferenz zu entschuldigen, aber wir wollten es dann wenigstens Ihnen auch sehr zeitnah übermitteln. Ja. Ach Mann. Also ich glaube, die meisten ihr selber. Ja. Ich wurde eingeladen. Siehst du. Dankeschön. Aber nicht, ich wurde ich nicht. Ich bin dafür bekannt, dass ihr viel aus privater Tasche bezahlt. Genau. Okay, gut. Vielen Dank.